Ja, hier bin ich jetzt mal mit einem Nintendo DS Tutorial und heute stelle ich euch den Nintendo DS Browser vor. Als erstes müsst ihr die Karte hinten in den Schacht einmachen, bis es Klick macht. So. Und als nächstes braucht man noch eine Prozessorerweiterung. Die schieben wir vorne in den Schacht rein. So. Jetzt schalten wir das Nintendo ein. Nehmen unseren Stift. Das ist der Opera-Browser. Ich erkläre mal jetzt die Buttons hier. Das ist vor, zurück, aktualisieren die Seite, wo man gerade drauf ist, kürzlich besucht, URL, also kann man Internetadresse gleich eingeben, Lesezeichen, Google-Suche oder je nachdem, was für eine Suchmaschine man eingestellt hat. Hier kommt man nochmal in die hauptsächlichen Einstellungen. Hier Fragezeichen, kriegt man Hilfe. Hier gibt es noch einen anderen Anzeigemodus. Hier kann man die Bilder deaktivieren. Und hier kann man auf der Seite hier suchen. Also dieser Seite nicht im Internet. Nach einem Wort auf dieser Seite jetzt suchen. Wir fangen mal mit URL eingeben an. Na. Und gehen mal auf Google. Da sind so schnell Buttons .com, .org, .net, .de, .eu. So, jetzt verwendet er mit dem Netzwerk, das ist erst das erste Mal. Jetzt sind wir schon auf Google. Also der Browser ist nicht ziemlich schnell, aber fürs schnell mal was nachgucken, WLAN, wenn man was hat, reicht es. Und für 5 Euro ist eigentlich ganz okay. Jetzt suchen wir mal noch. Disco 100 Euro. Senden und fortfahren. Senden wir jetzt die Suchergebnisse, das ist das erste. Leider kommen wir nicht auf YouTube, weil unterstützt der Browser nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, das alles zu umwandeln. Also dass man auf die hauptsächliche YouTube-Seite kommt, aber keine Videos schauen kann. Dafür geht man auf m.youtube. Das ist die mobile Seite und da kommt man, glaube ich, drauf. .com. So. Abschicken. Also werde ich noch mal ein Auge zudrücken, wenn ich jetzt würde ich den eine 3 geben. 3, ja, 3 als Note. Da geht irgendwie gar nicht auf YouTube drauf. Also, jedenfalls M-YouTube, da kommt man auf die hauptsächliche YouTube-Seite, aber man kann halt keine Videos angucken. Jetzt gehen wir mal auf meine offizielle Homepage, Disco.
das abzukürzen. Punkt. DE. Punkt. TU. Hä? Jetzt geht er. Manchmal springt der Browser irgendwie. Jetzt hier und müsste klappen. So, jetzt spinnt er nicht mehr und ich komme auf meine Privat-Homepage. Willkommen, sehen wir hier, zack. Und da oben sind nun die Dings, die Navigationsdinger und unten sehen wir dann die Textseite hier. Willkommen. Das war auch schon mein Video zu dem Nintendo DS Browser. Und ich werde mich jetzt mal dran halten und werde öfter Videos über das Nintendo machen. Ich sage nun ciao und bis zum nächsten Video.